Stellen Sie sich vor, es gäbe eine Methode, um Malaria ein für allemal auszurotten. Eine Krankheit, an der jährlich bis zu 500.000 Menschen sterben. Oder eine Methode, um Pflanzenschädlinge stark zu dezimieren und Ernteausfälle zu verhindern. Im Labor existiert diese Methode. Sie heißt Gene Drive. Die Gene Drive-Technik sorgt dafür, dass sich eine genetische Veränderung schnell innerhalb einer Population ausbreitet. So können nicht nur die Gene eines einzelnen Tieres oder einer einzelnen Pflanze gezielt verändert werden, sondern eine ganze wildlebende Population oder sogar eine Art. Damit alle Nachkommen eine genetische Veränderung erben, muss diese auf beiden Kopien eines Chromosoms vorhanden sein. Um dies zu erreichen, nutzt die Gene Drive Technik einen Kopiermechanismus. Dieser schneidet mit einer Genschere, meistens dem sogenannten CRISPR-Cas9 System, das zweite Chromosom auf. Das zelleigene Reparatursystem kopiert nun in diese Lücke die genetische Veränderung hinein. Die Veränderung liegt somit auf beiden Chromosomen vor und wird an alle Nachkommen vererbt. Nach mehreren Generationen besitzt die ganze Population die genetische Veränderung. An Ideen, was sich mit Gene Drives machen ließe, fehlt es nicht. Im Fokus steht die Kontrolle von Anopheles-Mücken, die Malaria übertragen. Ein Weg wäre, die lokale Mückenpopulation stark zu dezimieren oder gar auszurotten. Zum Beispiel, indem ein für die Fortpflanzung nötiges Gen ausgeschaltet wird. Oder man könnte Anopheles-Mücken genetisch so verändern, dass sie den Malaria-Erreger nicht mehr übertragen. In der Landwirtschaft könnten Gene Drives eingesetzt werden, um Schadinsekten und Unkräuter zu bekämpfen. In der Schweiz könnten Gene Drives helfen, invasive Arten unter Kontrolle zu bringen. Die asiatische Tigermücke zum Beispiel, welche seit 2003 im Tessin vorkommt. In anderen Ländern ist die Tigermücke Überträger von Denguefieber oder dem Zika-Virus. Doch Gene Drives sind kein Allerweltsmittel. Aber das funktioniert aber halt auch nur bei Arten, die sich besonders schnell vermehren. Also bei langlebigen Arten, da macht Gene Drive überhaupt keinen Sinn. Also insofern ist es eigentlich eher nur so ein ganz kleiner Bereich, wo Gene Drive überhaupt angewandt werden könnte. Trotz dieser Grenzen gibt es zahlreiche Einsatzmöglichkeiten für Gene Drives. Ist also bald mit ersten Anwendungen zu rechnen? Ich denke, wir sind sicherlich noch 10 Jahre oder mehr davon entfernt, das in freier Wildbahn einzusetzen. Das ist wahrscheinlich auch eine optimistische Einschätzung. Aber es gibt noch sehr viel Forschungsarbeit zu tun, bis wir wirklich an dem Punkt sind, wo wir das einsetzen können. Die Forschenden tüfteln also noch an den Grundlagen der Technik. Viele fragen sich, ob Gene Drives in der freien Wildbahn überhaupt funktionieren. Laborversuche haben nämlich gezeigt, dass Tiere oder Pflanzen schnell resistent gegenüber den Gene Drives werden. Somit verpufft die Wirkung schon nach einigen Generationen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich Resistenz gegen ein Gene Drive Konstrukt entwickelt, ist 100%. Aber es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie man das umgehen kann und zumindest kurzfristig umgehen kann. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, viele Gene Drive Konstrukte gleichzeitig freizusetzen, sodass die Resistenz nur manche Gene Drive Konstrukte betrifft, aber nicht alle. Trotz dieser Hürden laufen bereits einzelne Forschungsvorhaben mit dem langfristigen Ziel, Gene Drives in der Natur freizusetzen. Bevor man allerdings eine solche Freisetzung beschließen könnte, müssen die Auswirkungen auf die Umwelt genau geprüft werden. Könnte sich ein Gene Drive auch außerhalb der anvisierten Population ausbreiten? Was bedeutet das Verschwinden einer Population für das Ökosystem? Wie schwer wiegen diese Folgen im Vergleich zu herkömmlichen Bekämpfungsmethoden wie Pestizide? Gene Drives wecken auch Befürchtungen vor Missbrauch für kriegerische oder terroristische Zwecke. Mücken könnten zum Beispiel so verändert werden, dass sie einen Giftstoff auf Menschen übertragen. Gene Drives lösen also nicht nur Hoffnungen aus, sondern auch Unbehagen und Ärger. Der Ärger kommt daher, dass es sehr widersprüchliche Interessen gibt. Zum einen gibt es starke wissenschaftliche und kommerzielle und auch militärische Interessen, Gene Drives zu entwickeln. Und zum anderen gibt es sowohl Risiken,
als auch andere Arten von Bedenken, die insbesondere von NGOs vertreten werden und die da stark gegenhalten. Und da es noch dazu eine internationale Komponente gibt, wird es auf Konflikte sowohl zwischen verschiedenen Akteuren innerhalb der geografischen Region als auch zwischen verschiedenen geografischen Regionen hinauslaufen. Gene Drives stellen uns also vor gewichtige ethische Herausforderungen. Wer verfolgt mit dieser Technologie welches Ziel? Steht es dem Menschen zu, mit Gene Drives willentlich das Erbgut einer Art für immer zu verändern oder eine Art gar auszulöschen? Und wer entscheidet darüber, ob und wo Gene Drives eingesetzt werden? Forscher wie ich, Molekularbiologen, wir können Werkzeuge zur Verfügung stellen, wir können Sachen austesten, wir können Abschätzungen machen. Aber im Endeffekt muss eine Gesellschaft selber für sich entscheiden, was sie will und was sie anwenden will und was sie zulassen möchte.